Vielleicht können Sie, Frau Burkhardt, ein bisschen schildern, wie das so vor dem 1. September 1939 in der Gegend im nahen Grenzgebiet zur Sowjetunion und eigentlich auch zu Litauen war es. Litauen, ja, ne? Litauen, ja. Und im Grenzgebiet zu Polen, das war ja auch nicht so weit entfernt im Süden. Naja, aber wir waren direkt Litauen. Unser Städtchen lag an einem Grenzfluss, der hieß Ostfluss oder Schischuppe auf Litauisch, heißt Sechsfluss, und war die Grenze zwischen Litauen, was später aber von Russland besetzt wurde. Zum Kriegsausbruch war das schon Russland und Deutschland. Der Fluss war geteilt und wir als Kinder hatten unseren Spaß, da immer nach Litauen rüber zu schwimmen, wenn der Posten gerade nicht an der Grenze entlang spazierte. Ja, und in diesem ländlichen Gebiet bei uns, viele Scheunen und viel Ackerbau, waren dann in diesem Sommer 39, ja nun, waren sehr viele Soldaten einquartiert. Und das war schon so beängstigend und unheimlich. Es kam immer mehr und vieles spielte sich nachts an. Und die Häuser wurden auch mit Einquartierungen belegt. Bis dann in einer Nacht, ich habe es noch genau in Erinnerung, es war im Sommer, es wurde schon hell, so um 4 Uhr früh, fuhren auf einmal erst lauter Motorradfahrer, Soldaten auf Motorrädern durch unser kleines Städtchen. Wir lagen direkt an der Einfahrtsstraße, auch unser Haus. Und dann waren, hinterher kamen sehr viele Soldaten einmarschiert. Ganz viele unsere deutschen Soldaten marschierten rüber nach Russland. Und die ersten Schüsse galten diesen Wachposten, der die Russen hatten an der Grenze entlang, jenseits der Schuppe, Wachtürme aufgestellt. Und die ersten Schüsse gingen gleich in diese Wachtürme, sodass da weiter nicht gemeldet werden konnte. Und wir hatten den Eindruck, als ob die Russen vollkommen überrascht waren. Die haben das nicht vermutet. So konnten unsere Truppen sehr schnell vormarschieren nach Russland rein, waren 20 Kilometer drin. Aber leider dann mittags kamen schon die ersten Verwundeten und Versehrten wieder zurück. Da wurde ein Kriegslazarett eingerichtet. Ja, und so ging es dann immer weiter, dass die Truppen weiter marschierten. Wir standen am Weg, es war sehr heiß, haben Tee und Getränke gereicht.